Ja, hier sind wir jetzt bei unserer letzten Station auf dem Hof. Hier findet die Vermarktung statt, der Verkauf der Produkte. Und da würden wir gerne von Ihnen wissen, Frau Hörz, wann und wie vermarkten Sie denn und was würden Sie sich denn von den Konsumenten wünschen, dass auch hier der ökologische Landbau vorangebracht wird? Also man sieht hier unseren Hofladen, der hat dreimal die Woche auf. Das ist ein Teil unserer Vermarktung, der andere Teil ist der Wochenmarkt im Nachbarort, wo wir auf den Wochenmarkt noch gehen. Und dann haben wir natürlich unser Lieferservice, die Grüne Kiste, wo wir wöchentlich über 1000 Kunden anfahren und mit Lebensmitteln beliefern. Dann haben wir da drüben noch, vielleicht können Sie auch einen Schwenk machen, ist eine Selbstabholerkühlzelle, wo bestellte Waren. Was natürlich wesentlich ist das Wichtigste ist, dass wir überhaupt den Abfall haben und zu fragen, wie kann überhaupt so etwas gelingen. Das steht und fällt natürlich damit, dass überhaupt ein Interesse vom Kunden da ist, diese Waren überhaupt zu kaufen. Das heißt, ein Markt muss da sein, eine Nachfrage seitens der Kunden muss gegeben sein, damit überhaupt so etwas funktionieren kann, dass jemand kommt zum Einkaufen. Natürlich sind wir sehr froh, weil es ist tatsächlich so, dass hier viele Kunden kommen und bei uns auch unser Gemüse suchen, weil ihnen wichtig ist, dass sie lokal, bio und hier vor Ort und transparent auch sehen, was hier passiert. Natürlich stimmen auch die Kunden ja mit ihrem Geldbeuteltyp darüber ab, wenn sie bei uns einkaufen, geben sie der ökologischen Landwirtschaft ihre Stimme mit ihrem Einkauf und unterstützen dies, dass wir das hier so tun können.